können Tagesordnungspunkt 68 auf. Und vorher darf ich noch, Kollege Yüksel hat mir das eben gegeben, hier ist ein Schlüsselbund gefunden worden. Ich weiß nicht, ob dem jemand gehört, ist ein Golf oder Audi. Also man weiß es nicht genau, aber wenn ihn jemand vermisst, er liegt hier vorne. Dankeschön. Damit rufe ich den Tagesordnungspunkt 68 auf. Der Antrag auf eine Aktuelle Stunde durch die Fraktion der CDU. 70 Jahre Luftbrücke. Hessen feiert würdevolles Erinnern. Und ich darf das Wort erteilen dem Vorsitzenden der Fraktion der CDU, dem Abgeordneten Michael Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erst vor wenigen Tagen haben in Südengland zahlreiche Regierungschefs der vor 75 Jahren stattgefundenen Landung der alliierten Kräfte in der Normandie gedacht. Ich glaube, es ist zu Recht bei dieser Gelegenheit davon gesprochen worden, dass diese Ereignisse, dass diese Landung von Hunderttausenden Soldaten in der Normandie das Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Europa bedeutet haben. Aber das war nicht das Ende der Konflikte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und schon drei Jahre später hat die Sowjetunion, hat Moskau seinerzeit versucht, die bis dahin getroffenen Verabredungen unter den Alliierten an einer markanten Stelle dramatisch zu korrigieren, nämlich schlichtweg die geteilte Stadt Berlin unter den Einfluss der Sowjetzone zu bekommen, und zwar zu 100%. Sie alle und wir alle kennen das aus den Geschichtsbüchern. Aber ich glaube, man muss sich angesichts der Jahrestage dieser Tage der Ereignisse erinnern, die dazu geführt haben, dass wir am Ende bis zum heutigen Tage dankbar sein dürfen und ich glaube auch müssen gegenüber denjenigen, die damals mit sehr viel Mut wichtige Entscheidungen getroffen haben, am Ende teilweise ihr Leben gelassen haben, aber im Sinne der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie gearbeitet, gehandelt haben und bis heute Freunde des gesamten deutschen Volkes sind. Meine Damen und Herren, am 23. Juni wurden von sowjetischer Seite alle Brücken Richtung West-Berlin abgebrochen. Es wurden die elektrischen Netze unterbrochen, und es war lediglich noch möglich, über drei Luftkorridore die Stadt zu erreichen. Es gab auch damals, drei Jahre nach dem Krieg, weitere mutige Entscheidungen, und unvergessen ist sicherlich einer derjenigen Verantwortungsträger, die bis heute gerade hier auch in Wiesbaden eine große Rolle spielt, nämlich Lucius D. Clay, der seinerzeitige Militärgouverneur der US-amerikanischen Zone, der schon zwei Tage später, nämlich am 24. Juni, einen Tag später sogar, angeordnet hat, dass es diese Luftbrücke würde geben müssen. Am 26. Juni starteten dann die ersten Flugzeuge von insgesamt 9 Flughäfen, zwei davon ganz hier in der Nähe, Wiesbaden-Erbenheim und Frankfurt, und begannen teilweise im 3-Minuten-Takt die Versorgung der Menschen in West-Berlin aufrechtzuerhalten. Das war, meine Damen und Herren, und auch das muss man in diesen Tagen immer wieder erinnern, nicht etwa irgendwelche zivilen Flüge, wie wir sie heute kennen. Es war kein Spaziergang, sondern es waren Flüge, die mit sehr viel Mut und teilweise unter Einsatz des Lebens der Piloten und der Besatzungen stattgefunden haben und durchgeführt wurden. Man muss nur wissen, dass beispielsweise seinerzeit Granaten in diesen Luftkorridor geschossen wurden. Und man muss wissen und sich erinnern, und dazu gibt es viele Dokumentationen, dass beispielsweise sowjetische Flugzeuge durch sehr nahes Heranfliegen an diese später Rosinenbomber genannten Flugzeuge erheblich Gefährdungspotenzial bedeutet haben. Leider haben, wie wir wissen, auch viele Menschen, insgesamt um die 80 Menschen, ihr Leben verloren bei diesen Einsätzen für uns, für die Deutschen, und das drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dem, was die Deutschen über diese Welt an Leid und Elend gebracht haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am letzten Pfingstmontag wurde in Wiesbaden-Erbenheim ein heute sehr fröhliches Fest gefeiert zum Erinnern an diese Zeit, an eine Zeit, in der 275.000 Flüge stattgefunden haben, 2,1 Millionen Tonnen Versorgungsgüter den Menschen überbracht wurden, über 60.000 Menschen mit diesen Rosinenbombern eingeflogen worden sind nach West-Berlin, 168.000 auch mit diesen Rosinenbombern die Stadt verlassen konnten. Meine Damen und Herren, da gab es ein fröhliches Fest, aber auch ein Fest, das unseren Kindern noch zeigt, wie wichtig und wie schwerwiegend der Eintritt für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenwürde und Menschlichkeit bis zum heutigen Tage ist.
Meine Damen und Herren, es war ein tolles Bekenntnis der Region, der Stadt und der Menschen, die diese Veranstaltungen besucht haben. Ich sage ausdrücklich, dass ich sehr bedauere, dass Gleiches in Berlin nicht stattfinden konnte. Über die Hintergründe konnte man in den letzten Tagen viel in den Zeitungen lesen. Ich verstehe es nicht, dass ausgerechnet in der Stadt des damaligen Bürgermeisters Reuter, der derjenige war, der den Menschen, wie ich finde, große Worte und Sätze mit auf den Weg gegeben hat, das nicht funktioniert hat. Aber das will ich nicht weiter spekulieren, hat möglicherweise auch etwas mit der Motivation einiger Beteiligter dort in der Landesregierung zu tun. Ich will daran erinnern, was Ernst Reuter seinerzeit, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt hat. Die jungen Piloten, die sich für uns geopfert haben, sollen in dieser Stadt, ich sage in diesem Land und gerade auch in unserem Bundesland Hessen, niemals vergessen werden. Deswegen haben wir heute mit dieser Aktuellen Stunde erneut daran erinnern wollen und müssen, dass wir Freunde bis zum heutigen Tage haben, denen wir in Dankbarkeit verpflichtet sind, ohne dass wir, und auch das will ich nicht unterlassen, am Ende der wenigen Minuten zu sagen, durchaus kritisch hinzuschauen. Wenn man in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika schaut, wissen wir alle und reden wir häufig über den Präsidenten, der durchaus an vielen Stellen kritikwürdig ist. Aber die Gesellschaft, die breite Mehrheit der Amerikaner sind und bleiben an der Seite der Deutschen, und das gilt umgekehrt gleichermaßen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Nächster Redner ist Abgeordneter Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, werte Zuhörer auf der Tribüne! Heute gedenken wir in diesem Hohen Hause einer historischen Großtat. Am 26. Juni 1948 flogen die ersten Maschinen der US-amerikanischen Luftwaffe von der Rhein-Main Air Base Frankfurt und vom Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim zum Zentralflughafen Berlin-Tempelhof und starteten damit ihre Operation Proviant. Bis zur Einstellung der Luftbrücke am 30. September 1949 wurden ca. 270.000 Flüge durchgeführt sowie mehr als 2 Millionen Tonnen Luftfracht befördert. Zusätzlich wurden auf den Rückflügen aus Berlin tausende Menschen evakuiert. Diese Maßnahmen führten dazu, dass der Plan der sowjetischen Regierung, durch die Blockade Westberlins die gesamte Stadt der sowjetischen Besatzungszone einzuverleiben, vereitelt worden ist. Freiheit und Wohlstand für die 2,2 Millionen Berliner im Westteil ihrer Stadt konnten damit für Jahrzehnte gewährleistet werden, meine Damen und Herren. Die Deutschen im Ostsektor der Stadt waren hingegen dazu verdammt, 4 Jahrzehnte in einem politischen System zu leben, dessen Vertreter im Gefolge der Roten Armee nach Mitteldeutschland kamen und dort gemäß den Wünschen ihrer sowjetischen Lehrherren ein Regime errichteten, das den Menschen weder Freiheit noch Wohlstand bescherte, vielmehr Unterdrückung und Terror. Genau eine in der in diesem Parlament vertretenen Parteien spielte in diesem Zusammenhang eine unrühmliche Rolle. Bereits 1946 wurden SPD und KPD unter dem Druck der sowjetischen Militärbehörden zwangsweise fusioniert zur SED, deren Nachfolgepartei heute als DIE LINKE firmiert. Vergegenwärtigen wir uns die Situation des Jahres 1948. Es war gerade einmal 3 Jahre her, dass Millionen Kriegstote, Heimatvertriebene und aus rassischen und ideologischen Gründen umgebrachte Menschen von ihren Angehörigen beklagt werden mussten. Die infolge des Hegemonialstrebens Deutschlands entstandenen Verwerfungen zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen Volk waren zu diesem Zeitpunkt nur zu deutlich sichtbar und spürbar. Dennoch entschloss man sich auf US-amerikanischer Seite zur Durchführung dieser in bisherigen Geschichte singulären logistischen Operation. Diese Tatsache sollte uns Nachgeborenen größten Respekt abnötigen, meine Damen und Herren. Sie zeigt, dass Entschlusskraft, Organisationstalent und Einsatzwille in der Lage sind, auch größte Krisen erfolgreich zu meistern. In ihrer Wirkung stellte die Luftbrücke eine kraftvolle, vertrauensbildende Maßnahme dar, welche wesentlich dazu beitrug, dass aus ehemaligen verfeindeten Staaten verbündet wurden.
Eingebunden in das westliche Werte- und Verteidigungsbündnis erlebte die Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte hinweg eine prosperierende Entwicklung, welche in der bisherigen Geschichte Deutschlands als einzigartig bezeichnet werden kann. Diese aus den bitteren Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwachsene Werte- und Verteidigungsgemeinschaft wird zurzeit durch unbedachte Äußerungen und Handlungen maßgeblicher deutscher Politiker ohne Not aufs Spiel gesetzt. Ein Ereignis sei hier erwähnt. Zum 70. Jahrestag der Luftbrücke machten sich US-Veteranen auf, um ihren alten Maschinen den Ort ihrer historischen Tat noch einmal, vermutlich ein letztes Mal, aufzusuchen. Anstatt diese würdig zu begrüßen, versagte ihnen der rot-rot-grüne Berliner Senat die Landerechte. Angesichts von etwa 80 US-Amerikanern, Briten und Deutschen, die im Einsatz um den Erhalt der Luftbrücke ihr Leben ließen, verdient das erwähnte Verhalten des Berliner Senats nur eine Wertung: schäbig. Zugleich zeigt das Beispiel eindrucksvoll, dass in einer hochverschuldeten Stadt mit einer maroden Infrastruktur dann, wenn es um das Demonstrieren der politisch korrekten, das heißt in diesem Fall antiamerikanischen Gesinnung geht, die Reihen aus Sozialdemokraten, Linken und Grünen eine Phalanx bilden. Demgegenüber verneigen wir uns als Fraktion der Alternative für Deutschland in dankbarer Anerkennung vor der historischen Großtat der alliierten Flugzeugbesatzung in den Jahren 1948 und 1949 zur Rettung unserer Landsleute im eingeschlossenen Teil Berlins. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Naas für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt in der deutschen Geschichte viele dunkle Stunden, es gibt aber auch glückliche Momente. Und zu diesen glücklichen Momenten zählt die Berliner Luftbrücke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Boddenberg hat vieles schon gesagt. Die Einrichtung der Berliner Luftbrücke steht in direktem Zusammenhang mit der Einführung der D-Mark in Westdeutschland, mit den entsprechenden Beschlüssen einer neuen Währung, einer Währungsreform, der wir viel zu verdanken haben, Wohlstand, Freiheit. Und die Gründung der Bundesrepublik steht natürlich auch in engem Zusammenhang dazu. Aber im Osten Deutschlands und hier insbesondere gab es andere Mächte, Mächte, die West-Berlin aushungern wollten, die es auf die Probe ankommen lassen wollten und die Berlin, West-Berlin abgeriegelt haben. Drei Tage später übrigens. Und es ist eine logistische Meisterleistung gewesen, hier eine Hauptstadt, die Hälfte einer Hauptstadt, 2 Millionen Menschen 11 Monate aus der Luft zu versorgen. Es ist eine gewaltige logistische Leistung, und dafür sind wir den Alliierten sehr, sehr dankbar. Kollege Boddenberg hat es gesagt, beeindruckende Zahlen, 280.000 Flüge, 2 Millionen Tonnen Hilfsgüter, insbesondere Kohle und Lebensmittel, Kinder wurden ausgeflogen, alle 2 bis 3 Minuten landete eine Maschine auf beengten Flughäfen. Und ich habe es jetzt gesehen am Samstag, als die Maschinen hier über Wiesbaden flogen. Das sind ja kleine Maschinen, das kann man mit den heutigen Maschinen gar nicht vergleichen. Und deswegen gilt unsere Anerkennung und unser Dank natürlich all den Piloten, die das geleistet haben, den Veteranen. Und wir sind natürlich auch dankbar, dass am Ende, und das feiern wir ja, dass natürlich diese Luftbrücke nach 11 Monaten beendet wurde. Und ich will in Erinnerung rufen, der Kollege Boddenberg hat es auch schon getan, dass es 80 Opfer gibt. Deswegen ist es gut, dass es nur 11 Monate gedauert hat, bis es auf der anderen Seite zum Glück Einsicht gab. Und es hat Gedenkveranstaltungen gegeben für die Aufnahme der Luftbrücke. Das ist nämlich vor einem Jahr schon gewesen. Die hat es in Hessen gegeben, sehr würdige Gedenkveranstaltung. Und die hat es, und das gehört zur Wahrheit dazu, Kollege Grobe, die hat es auch in Berlin gegeben. Selbstverständlich. Es ist eben nicht so, dass Berlin gar nicht der Luftbrücke vor 70 Jahren gedacht hätte. Und dann komme ich zum eigentlichen Punkt.
es gibt eine private Initiative, und wir Liberale sind natürlich für private Initiativen im Kulturbereich. Das gehört zur Freiheit dazu. Und die verdienen auch unsere Unterstützung. Und es ist auch gut, dass die Maschinen in Hessen gelandet sind und dass man hier diese 18 historischen Maschinen auch noch einmal bestaunen konnte. Das war wirklich sehenswert. Und es verdient auch Anerkennung und Respekt, insbesondere weil es auch einen großen hessischen Beitrag gab. Denn die Maschinen sind ja von Frankfurt und von Wiesbaden-Erbenheim aus aufgestiegen, um Berlin zu versorgen. Auf der anderen Seite, glaube ich aber, ist das nicht der Punkt und nicht die Zeit, daraus ein Politikum zu machen. Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Es ist schade, dass es in Berlin nicht geklappt hat, nicht mehr und nicht weniger. Aber ob das einen politischen Hintergrund hat oder nicht, ist für die Opfer und ist für das Gedenken am Ende auch egal. Und deswegen ist das heute nicht die Zeit. Wir sind der Auffassung, Hessen hat hier 70 Jahre Luftbrücke würdig gedacht. Wir können stolz auf unsere Gedenkveranstaltungen sein, auf die privaten, auf die staatlichen Gedenkveranstaltungen, nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein gutes Zeichen in der deutschen Geschichte, dass wir dieser Luftbrücke hier gedenken. Und es ist ein positiver Tag in der deutschen Geschichte, die Luftbrücke, der Beginn wie das Ende. Und das gilt es zu feiern, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Abg. Frank Kaufmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie Sie sicherlich aus dem Handbuch des Landtags entnommen haben, ich bin am 9. März 1948 in Berlin geboren. Meine Eltern wohnten damals in der sowjetischen Besatzungszone. Der Vater arbeitete in Berlin. Und während der Blockade in dieser Zeit ist die gesamte Familie zunächst nach West-Berlin geflohen, was nicht so ganz einfach war, und von dort wenige Tage vor Weihnachten 1948 in einem Kohleflugzeug, also innerhalb der Luftbrücke, von Berlin nach Niedersachsen ausgeflogen. Ich selbst war als 9 Monate alter Säugling dabei. Meine Damen und Herren, keiner hier im Saal hat wahrscheinlich persönlich eine engere Beziehung zur Luftbrücke, die Berlin während der Blockade buchstäblich am Leben erhalten hat. Und ich glaube, mein Lebensweg wäre anders verlaufen. Höchstwahrscheinlich stünde ich ohne Luftbrücke heute hier nicht vor Ihnen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Und deshalb bedeutet die Berliner Luftbrücke für mich eine ganz essentielle Weichenstellung in meinem Leben. Meine Damen und Herren, die heutige Aktuelle Stunde gibt mir deshalb eine gute Gelegenheit, dies erstmals öffentlich zu erwähnen und aus ganz persönlicher Sicht auch aus dieser Danke zu sagen an alle diejenigen, die dieses eigentlich damals unmöglich eingeschätzte Projekt doch gegen alle Einwände und Schwierigkeiten realisiert haben. Und wir gedenken, es ist mit den Vorrednern auch schon geschehen, der Opfer dieser Aktion, die für uns und für die Freiheit von Berlin und den Menschen da ihr Leben gegeben haben. Meine Damen und Herren, 70 Jahre nach dem Erfolg, dem Ende der Blockade, ist sicherlich ein geeigneter Zeitpunkt, hier auf diesen historischen Fakt einmal hinzuweisen und die Zusammenhänge zu würdigen. In Hessen gab es ja auch die entsprechenden Feierlichkeiten mit insgesamt fröhlichem Charakter. Das ist gut so. In Berlin ist dies so nicht ganz so gelungen. Allerdings empfinde ich die Kritik daran als vielfach überzogen und auch als ungerecht. Natürlich kann man sich die historische Reminiszenz mit Landungen auch in Berlin wünschen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass der Flughafen Tempelhof nicht mehr existent ist und insoweit weder als ziviler noch als militärischer Flughafen. Und in Erbenheim war dies halt ganz anders. Dort existiert ein amerikanischer Militärflughafen oder ein Army Airfield, genauer gesagt, der aber eingebunden ist, nicht nur in die Flugsicherung, sondern auch auf geregelter rechtlicher Grundlage arbeitet. Tempelhof ist jetzt ein Freizeitpark und für Flugverkehr nicht mehr eingerichtet. Meine Damen und Herren, ein solcher Unterschied mag aus Sicht eines US-Veteranen keine Rolle spielen, im geordneten Rechtsstaat allerdings schon. Vielleicht könnte er, der in der Bild-Zeitung zitiert ist, verstehen, wenn man ihn fragt,
ob er zustimmt, dass im Central Park von New York 20 Dakotas landen sollen und die Behörden ohne Weiteres ihr Placet dazu geben. Bei uns in Deutschland ist das nicht so. Ich finde, das ist auch nicht ganz falsch. Nicht zuletzt haben wir Recht und Gesetz hochzuhalten, auch von den Amerikanern seinerzeit gelernt. Und deshalb sind bei uns Colt und breitbeiniger Gang eben genau kein Entscheidungskriterien bei Behördenentscheidungen. Meine Damen und Herren, damit will ich überhaupt nicht die Berliner Administration loben. Das hat sie wahrscheinlich auch nicht verdient. Aber in dieser Sache, und das bitte nicht vergessen, sind auch vielfach Bundesbehörden involviert, angefangen vom Bundesministerium der Verteidigung. Und deswegen sollte man sich etwas zurückhaltender äußern. Wenn Bild schreibt, Händeln, ich zitiere, Heldenpiloten rechnen mit der Berliner Politik ab, und ein Captain Smoot mit der Aussage wiedergegeben wird, man habe damals verhindert, dass Berlin von den Sozialisten ausgehungert wurde, nun seien die Sozialisten dort an der Regierung, damit wird doch deutlich, dass es hier lediglich um platte politische Propaganda geht. Der Kalte Krieg von damals feiert also leider mit. Meine Damen und Herren, ich finde es als Kind der Luftbrücke, wenn Sie so wollen, sehr bedauerlich, dass die Helden von einst jetzt so verschnupft sind, dass sie ihre eigenen historischen Verdienste damit schmälern. Meine größte Hochachtung behalten Sie des ungeachtet auf alle Zeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Auf der Besuchertribüne begrüße ich unseren ehemaligen Kollegen Peter Stephan, ein gern und auch häufig gesehener Gast in unserem Hause. Herzlich willkommen, lieber Peter Stephan. Wir freuen uns, dass Sie einmal wieder bei uns sind. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Günther Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, fast 11 Monate eine solche Luftbrücke aufzubauen, vom Juni 1948 bis Mai 1949, fast 2 Millionen Menschen mit fast 2 Millionen Tonnen, mit fast 280.000 Flügen zu versorgen, war eine großartige Herausforderung, organisatorisch nicht vergleichbar mit heutigen Möglichkeiten. Und das war in Zeiten des Kalten Krieges wichtig, damit die Berlinerinnen und Berliner überleben konnten. Einer, der als Baby dabei war, hat es ja eindrucksvoll geschildert. Und deswegen, finde ich, steht es dem Hessischen Landtag auch gut an, einfach Danke zu sagen für diese großartige Unterstützung der Amerikaner und der Alliierten. Und der hessische Bezug ist dargestellt. Deswegen haben wir ja auch die Aktuelle Stunde unter anderem durch die Flughäfen Erbenheim und Frankfurt. Und die Berliner, glaube ich, und die Sozialdemokratische Partei weiß, Berlin ist eng mit ihrer Geschichte verbunden. Unter legendären Oberbürgermeister wie Ernst Reuter, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, diese legendäre Rede, oder auch Willy Brandt als regierender Bürgermeister, wissen, was sie den Alliierten zu verdanken haben. Und Westberlin hätte ohne diese Unterstützung auch nicht überleben können. Viele Menschen wären zu Tode gekommen. Dies ist ein Beitrag der Geschichte, der bleibt. Und da sagen wir auch den Amerikanern Dankeschön, insbesondere denen, die das organisiert haben. Ich will auch an den Marshallplan der damaligen Zeit erinnern. Diejenigen, die damals unsere Feinde waren aus deutscher Sicht, haben uns auf die Beine geholfen. Ohne diese großartige Unterstützung wäre die Bundesrepublik und die Nachfolge Deutschland nicht entstanden. Auch das kann man mit einem Dankeschön erwähnen. Deswegen, finde ich, kann man trotzdem den amtierenden amerikanischen Präsidenten für politisch falsche Weichenstellung an eine falsche Politik kritisieren. Auch das schmälert nicht die damalige Leistung von amerikanischen Piloten, Soldatinnen und Soldaten. Das muss man fein an der Stelle trennen. Also, meine Damen und Herren, an der Stelle ein Grund zur Freude. Wir haben es in Hessen getan. Was dann aber der zweite Teil kommt, ist dann Geschichtsklitterung. Ja, Rosinenbomber über dem Brandenburger Tor wäre sicherlich eine schöne Geste gewesen. Und das hat, dass das nicht stattgefunden hat, hat zunächst mal gar nichts mit dem rot-rot-grünen Senat in Berlin zu tun. Hat mit denen rein gar nichts zu tun. Da muss man sich
rechte Seite dieses Hauses einfach sach- und aktenkundig machen. Das Bundesaufsichtsamt für die Flugsicherung ist nämlich zuständig dafür, dass Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, wenn Flugzeuge über das Regierungsviertel in Berlin fliegen wollen. Und das ist eine nachgeordnete Hürde des Bundesministers für Verkehr. Und dieser private Verein hat Anträge gestellt, die waren nicht vollständig und die waren nicht okay. Und dieser private Verein hat sie dann 3 Tage zurückgezogen. Und dann konstruiert die AfD ja nicht nur hier im Hessischen Landtag, sondern in Berlin, die Rot-Rot-Grün wollten nicht. Das ist Geschichtsklitterung. Normalerweise müssten Sie sich für diese Verunglimpfung entschuldigen. Aber, meine Damen und Herren, auf die Entschuldigung können wir verzichten. Sie wäre ohnehin pure Heuchelei. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der zweite Teil dieser Abteilung heute völlig überflüssig. Hier geht es um Demagogie, irgendwas in den Raum zu werfen. Ja, das wäre ein Signal gewesen. Es ist nicht zustande gekommen. Und wir kennen viele Berlinerinnen und Berliner, die in der Tat dankbar sind für die damalige Unterstützung in einer Zeit, in der Europa 4 Jahre nach Ende des schrecklichen Krieges schon wieder auseinanderzubrechen. Und das zeigt uns, wie wichtig Solidarität untereinander ist, anderen zu helfen, die in Not sind. Das gilt auch im Jahre 2019. Das ist, finde ich, der Teil, den wir aus der Geschichte lernen können, Menschen zu helfen, solidarisch miteinander umzugehen, auch denjenigen, die für den Ausbruch des schrecklichen Weltkrieges, jedenfalls die politisch Verantwortlichen, damals ihren Anteil tragen. Und deswegen, ja, man kann 70 Jahre Luftbrücke Berlin feiern, angemessen, was auch getan wurde. Aber man sollte es nicht für kleinkarierte tagespolitische Auseinandersetzungen nutzen. Das wird diesem historischen Akt nicht gerecht. Aber das Format, das zu unterscheiden, muss man haben. 5 Fraktionen in diesem Landtag haben es. 4 haben bisher dazu geredet. 1 Fraktion hat es definitiv nicht bewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Gäste! Der Titel der Aktuellen Stunde lautet 70 Jahre Luftbrücke Hessen feiert würdevolles Erinnern. Ja. Ein so wichtiges geschichtliches Ereignis wie die Berlin-Blockade und die Luftbrücke verpflichten zu einem würdevollen Erinnern. Aber worin besteht in diesem Fall ein würdevolles Erinnern? Ein würdevolles Erinnern besteht für uns nicht im Abhalten von Großevents, sondern in einer tiefgreifenden und nachdenklichen Auseinandersetzung mit geschichtlichen Ereignissen in Bezug zu den Kontexten und ebenso wie den Lehren, die daraus für heutige und kommende Generationen zu ziehen sind. Der Ausgangspunkt für die Luftbrücke waren die unter dem Begriff Berlin-Blockade in die Geschichte eingegangenen Zwangsmaßnahmen der damaligen sowjetischen Militäradministration Westberlins. Von Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden alle Verbindungswege über Land und auf dem Wasserweg militärisch abgesperrt, die den Westen der Stadt Berlin mit den Besatzungszonen in Westdeutschland verband. Diesem Schritt war eine beispiellose Eskalation der Streitigkeiten zwischen den Siegermächten vorausgegangen. Noch wenige Jahre zuvor hatten diese gemeinsam den deutschen Faschismus niedergerungen und die Barbarei des von Nazi-Deutschland angezettelten Zweiten Weltkriegs mit über 60 Millionen Toten beendet. Anlass für die Blockade war der Weg der westlichen Besatzungszonen zu einer gemeinsamen Wirtschaftsgemeinschaft, die Währungsreform und die Einführung der D-Mark in den Berliner Westsektoren. Letztlich zementierte die Berlin-Blockade den deutlichen Bruch zwischen den Siegermächten und markierte den endgültigen Übergang in die Zeit des Kalten Kriegs inklusive der Teilung Deutschlands. Dadurch gerieten beide Staaten unter den Einfluss der jeweiligen Supermächte. Der Übergang in den Kalten Krieg erstickte alle Bestrebungen für eine antifaschistische, demokratische Neuordnung Deutschlands, so wie sie etwa in Hessen von einem breiten gesellschaftlichen Spektrum
welches von der CDU, ich erinnere an Walter Dirks und Eugen Kogern, an die Frankfurter Hefte und den Sozialismus aus christlicher Verantwortung und über die Arbeiterparteien SPD und KPD, die sich für sozialistische Wirtschaftsvorstellungen stark machten und dies auch in den parlamentarischen Beratungen zum Ausdruck brachten. Der bedeutendste Ausdruck dieser gesellschaftlichen Stimmung ist unsere hessische Landesverfassung. Die hessische Bevölkerung entschied sich in einer freien und demokratischen Volksabstimmung und entgegen den Interventionen der US-Militäradministration für demokratisch-sozialistische Wirtschaftsvorstellungen. Wirtschafts- und Währungsreform, Berlin-Blockade und Luftbrücke markierten daher Wegpunkte des Kalten Krieges und der Ende des 20. Jahrhunderts überwunden schien. Wegpunkte, die uns bis heute, also bis in die Gegenwart begleiten. Denn heute droht ein Rückfall in die Zeiten des Kalten Kriegs. Die Gegenwart ist keineswegs von einem friedlichen und antimilitärischen Miteinander geprägt. Hier in Wiesbaden befindet sich beispielsweise das US-Hauptquartier. Und wie in jedem Jahr dürfen kleine Kinder und Jugendliche spielerisch über Panzer auf dem Hessentag klettern und sich so für den Beruf der Soldatin oder des Soldaten anwerben lassen. Ein Familienfest derart zu missbrauchen, ist in unseren Augen schäbig. Und dies noch unter dem Motto für ein friedliches Miteinander macht mich das immer Jahr für Jahr immer wieder sprachlos. Hessen ist weder Friedensvorreiter noch größter Abrüster. Wer von Abrüstung träumt, muss sich nur die zahlreichen Waffenexporte anschauen, an denen auch hessische Firmen maßgeblich beteiligt sind. Umso besorgniserregender ist die Aufkündigung des INF-Abkommens durch den amerikanischen Präsidenten. Ich erinnere, Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Aufkündigung noch ein paar Tage lang zurückgenommen werden kann. Dieser Antrag wäre ein wunderbarer Anlass, von Seiten der hessischen Landesregierung klarzustellen, dass sie mehr als besorgt ist über die Aufkündigung und sich gewünscht hätte, von Seiten der Bundesregierung wären größere Anstrengungen ausgegangen. Ich darf am Ende den ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow zitieren, der Kalte Krieg ist nicht verschwunden, er hat sich nur in seiner Intensität geändert. Man müsse sich dafür einsetzen, dass es nicht mehr Rückschläge für den Frieden gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Für eine Minute Redezeit hat sich noch gemeldet der Kollege Dr. Naas. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will doch noch einmal replizieren auf die Vorrednerin, weil ich das schon sehr interessant fand, wie dieses Thema interpretiert werden kann. Denn hier ging es um die Luftbrücke, um nichts anderes als die Luftbrücke. Dass Sie da jetzt eine Geschichtsklitterung zum Kalten Krieg einstreuen, das ist mir sehr verwunderlich. Eigentlich müsste man das dann noch einmal zum Thema machen. Dazu reicht heute die Zeit nicht. Aber eines möchte ich Ihnen noch mitgeben. Diese Maschinen, die Berlin versorgt haben, das waren militärische Maschinen der Alliierten und nur zum geringsten Teil private Maschinen. Und das ist einfach Faktum, und dafür haben wir uns zu bedanken. Und deswegen ist das Bild mit der Bundeswehr völlig schief an dieser Stelle. Völlig schief. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Für die Landesregierung spricht Herr Ministerpräsident Volker Bouffier. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Naas, es ist so, es ist erstaunlich, wie ein Sachverhalt so unterschiedlich interpretiert werden kann. Mir ist es eine Freude, und das sage ich für die ganze Landesregierung, dass der Hessische Landtag Gelegenheit nimmt,
dieser ganz außergewöhnlichen, einzigartigen Luftbrücke in dieser Aktuellen Stunde zu gedenken. Dafür will ich mich ausdrücklich bedanken. Und eine Bemerkung an Sie, Frau Scheuch-Paschkewitz. Sie können es ja nicht lassen. Und deshalb will ich es wenigstens hier im Landtag mal sagen. Wir haben am Sonntag beendet das größte Bürgerfest, das es in Deutschland gibt, mit wieder fast 1 Million Menschen. Und dort ist immer auch zu Gast die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Sie ist eine Armee von Bürgerinnen und für Bürgerinnen und Bürger. Und sie gehört genau dorthin, wo diese Bürgerinnen und Bürger sich treffen. Und ich bin froh, dass die Bundeswehr auf dem Hessentag ist. Meine Damen und Herren, die Luftbrücke nach Berlin ist auch 70 Jahre danach Anlass für Dankbarkeit und ich füge hinzu für Bewunderung. Die Kolleginnen und Kollegen haben dazu schon gesprochen. Und allein die Opfer dieser Berlin-Blockade mahnen uns, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir haben es gehört, die Sowjetunion hat über Nacht beschlossen, West-Berlin sozusagen abzuriegeln. Sie wollten mit Gewalt ihre politischen Forderungen durchsetzen. Sie haben damals 2,3 Millionen West-Berliner in Geiselhaft genommen, die verhungert wären, wenn es diese Luftbrücke nicht gegeben hätte. Allein das macht die Sache schon so außergewöhnlich. Aber ich will einen Aspekt erwähnen, der mir extremst wichtig ist. Meine Damen und Herren, nach meiner Einschätzung ist diese Luftbrücke die größte humanitäre und politische Leistung nicht nur in der Geschichte unseres Landes, sondern mindestens in der jüngeren Geschichte. Um das richtig einzuordnen, muss man sich einmal Folgendes vorstellen. Knapp 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, welche Alternativen hätte es denn eigentlich gegeben? Die eine Alternative wäre gewesen, militärisch gegen diese Blockade vorzugehen. 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, neuer Krieg. Die zweite Alternative wäre gewesen, West-Berlin sozusagen aufzugeben, die Menschen aufzugeben und die Freiheit aufzugeben. Nicht nur die Weltgeschichte wäre anders verlaufen, sondern Ernst Reuter hätte mit seinem berühmten Satz, den er in seiner Rede damals gehalten hat, an die Völker der Welt, der gesagt hat, wer dieses aufgibt, gibt nicht nur Berlin auf, er gibt die Freiheit auf, und damit gibt er auch sich selbst auf. Also, man hätte dem Druck weichen können. Und die dritte Variante war, und das macht die Sache so außergewöhnlich, in einzigartiger Weise, bis dahin nie dagewesen, logistisch, mutig, diese Blockade dadurch zu überwinden, dass man den Menschen konkret hilft, mit, wir haben es gehört, 280.000 Flügen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Ergebnis dieser klugen Entscheidung von Lucius Clay und damals den Alliierten, den Westalliierten, war, und das kann man doch auch gar nicht hoch genug würdigen, und man muss es vielleicht gelegentlich in Erinnerung rufen, diese Luftbrücke war eine Entscheidung gegen erneuten Krieg. Sie war eine Entscheidung gegen das Weichen der Gewalt, und sie war eine einzigartige Entscheidung für die größte humanitäre Leistung, die ich jedenfalls in Erinnerung habe. Sie ist, wir haben es gehört, hier bei uns in Hessen mehrfach gewürdigt worden in angemessenen Feiern, und wir haben es ja schon auch vor einem Jahr getan, an dem berühmten Luftbrückendenkmal. Und es ist natürlich auch Gelegenheit zu erinnern, nach meiner Erinnerung, Herr Kollege, waren es, glaube ich, die Piloten alles Männer, aber ich bin mir nicht ganz sicher, sollten Frauen dabei gewesen sein, dann gilt es eben für die Männer und Frauen, die mit ungeheurem persönlichem Mut damals diese Blockade überwunden haben. Und es steht einer ganz besonders dafür, der eine enge Beziehung mit Hessen hat, der kurz vor dem 100. Lebensjahr steht, das ist Gail Halvorsen. Das ist der Mann, der auf die Idee kam, mit selbstgebastelten kleinen Fallschirmen
an diese Candies, also die Zuckerstückchen da hinten dran zu machen, um den Kindern in Berlin eine Freude zu machen. Das war auch die emotionale Betroffenheit derer, dass sie das jetzt nicht machen konnten. Ich glaube, wir müssen über die Frage, ob die da nun landen durften oder nicht, will ich gar kein Wort verlieren. Das ist gar nicht mein Thema. Aber ich möchte Menschen wie Gail Halvorsen sagen, wir haben nicht vergessen, für was sie sich eingesetzt haben. Es war ihre großartige Leistung, und dafür sagen wir unheimlich Dank. Herr Ministerpräsident, ich weise nur vorsorglich auf die mit den Fraktionen vereinbarte Redezeit hin. Herr Präsident, ich will noch einen Gedanken hinzufügen. Wenn wir sozusagen erinnern, dann ist das immer auch verbunden mit einer Absicht. Und diese Absicht möchte ich gerne so beschreiben. Gerade wir Hessen verdanken dem, was hinter dem Gedanken der Luftbrücke steht, so unendlich viel. Wir haben es gehört, zu dieser Luftbrücke und zu dieser Entscheidung, es gehört dazu, damals die Entscheidung für die Freiheit, das Vertrauen, das uns die Alliierten geschenkt haben. Dazu gehört natürlich die Partnerschaft in der NATO. Dazu gehört die Entscheidung für einen demokratischen Rechtsstaat. Und dazu gehört, dass wir nie vergessen, meine Damen und Herren, dieses moderne und demokratische Hessen hätte es ohne das Vertrauen der Alliierten und insbesondere der Amerikaner nie gegeben. Und das dürfen wir nie vergessen, meine Damen und Herren. Knapp anderthalb Jahre nach dem Tiefpunkt unserer Geschichte. Dieses Land, auch Hessen, war aus der Gemeinschaft der zivilisierten Völker ausgetreten. Es war der Tiefpunkt aller unserer Geschichten. Anderthalb Jahre später haben die, die als Kriegsgegner kamen, dann Besatzer waren, später Freunde und Verbündete, uns vertraut. Sie haben uns die Chance gegeben, den zweiten Versuch eines demokratischen Deutschlands und eines demokratischen Hessens neu zu beginnen. Unsere Verfassung ist die älteste freie Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wäre nie gekommen ohne das Vertrauen, das uns die Alliierten. Das gilt für das Vereinigte Königreich, das gilt für Frankreich, aber es gilt vorneweg für die Vereinigten Staaten von Amerika gegeben haben. Und gerade das ist auch 70 Jahre danach Anlass, dass wir darüber reden, meine Damen und Herren. Weil das so ist, möchte ich sehr deutlich machen, gerade in einer Zeit, in der das deutsch-amerikanische und das transatlantische Verhältnis außerordentlich belastet wird durch einen amerikanischen Präsidenten, dessen Politik wahrscheinlich nicht nur ich für weithin verfehlt halte. Aber mir ist wichtig, wenn wir über solche Fragen reden, worauf wir gründen, was uns ausmacht und wie wir das geworden sind, was wir geworden sind, dass wir unabhängig, wer nun gerade amerikanischer Präsident ist, nicht vergessen, dass die Grundentscheidung für die Freiheit, die Grundentscheidung für die demokratische parlamentarische Demokratie untrennbar verbunden ist mit den Gedanken, die damals Lucius Clay und andere hier vermittelt haben und der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika politisch festgelegt hat. Dafür bin ich auch 70 Jahre danach höchst dankbar, und darüber sollten wir gelegentlich reden. Es ist eine gute Gelegenheit, gerade jungen Menschen Orientierung zu geben. Warum ist es, wie es ist, und was müssen wir tun, dass es so bleibt? Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Weitere Wortmeldungen kann ich nicht sehen. Stelle ich fest, dass diese Aktuelle Stunde abgehalten worden ist, und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9. Vorher will ich Ihnen noch folgende Mitteilung machen. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag von CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD und der Fraktion der Freien Demokraten. Trauer um Dr. Walter Lübcke, Feigenmord konsequent aufklären, unsere Demokratie entschlossen verteidigen. Drucksache 20-849, Frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird das Top 84 und kann,
wenn Sie einverstanden sind, heute nach der Mittagspause aufgerufen werden. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten je Fraktion. Dankeschön. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Trauer um Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke und Verurteilung rechter Gewalt und rechten Terrors, Drucksache 20/850. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das Top 85 und kann, wenn Sie einverstanden sind, mit Top 84 zu diesem Thema aufgerufen werden. Drittens ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag von der Fraktion DIE LINKE, Kinder- und Jugendhilfe in Hessen stärken, Drucksache 20/851. Wird hier auch die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann machen wir diesen zu Top 86 und er kann, wenn das okay ist, mit Top 70 zu diesem Thema aufgerufen werden. So verfahren wir.